So, kommt zurück zu Let's Play My Wolf. Sind wir letztes Mal stehen geblieben in der Loch 4, wo wir gegen Mario antreten. Und mit Maple versuchen Mario zu besiegen. Die ersten Welt komplett versaut haben, aber in der zweiten Welt wie üblich alles ausgebessert haben. Ja, und der dritte neben auch nur entschieden. Ja, und jetzt in Loch 4 werden wir versuchen, wieder eine Führung aufzubauen. Das, so wird das nichts. Nee, so wird das nichts. Ja, so ungefähr wird das was. Das heißt, Mario wird versuchen, eine Führung aufzubauen. Wir können versuchen, die zu verhindern, indem wir irgendwie von hier treffen, aber ja. Hey! Gar nicht so schlecht. Vielleicht verschießt er ja, weil es ist ein Igelversuch und den locht er nicht immer ein. Und er verschießt sogar wirklich. Damit haben wir das Unentschieden gerettet. Das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Dass er uns hier noch das Unentschieden Spready schenkt. Ich dachte, ich hätte hier schon einen Punkt verloren. Ich irgendwo aufholen muss wieder. Aber es ging doch noch. Nein, ich will da nicht runter. Ach, Mist. Nein, ich bleib sogar ziemlich knapp nach oben. Was macht er? Mario bleibt auch oben. Okay. Oder... Nein, bei ihm geht es nicht aus. Er bleibt unten. Wie üblich. Mario ist halt weiter unten, aber ja. Ja, der kann das ziemlich gut, der weiß ungefähr, wo er hinschießen muss. Mal sehen, ob ich auch so schön raufkomme. 70, 80. Oben bin ich, auch wenn es eng war. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, Birdie ist sehr schön. Hat ja doch funktioniert. Und Mario trifft wie üblich auf. Und ja. Das wird schon noch. Okay, der war dann doch etwas zu weit, viel zu weit. Hoffentlich versaut Mario das auch so sehr, aber das sieht nicht danach aus. Mario schießt da ziemlich gut. Ja, besser als das ging nicht. Wenn er trifft, trifft er, wenn er nicht trifft. Es war wieder ein verschenkter Punkt. Wie hätte man wieder einen Sieg daraus machen können? Ich hab's wieder nicht gemacht. Wieder ein Unentschieden rausgeholt, aber ja. So, Loch 7. Mit einem nice Shot anfangen, sehr schön. Ja.
dann schauen wir mal, ob wir hier raufkommen, irgendwie über den Bunker drüber, trotz Regen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hätte Schlimmeres erwartet. Aber Mario macht das auch ziemlich gut, was ich da gerade gesehen habe. Ja, es ist auch für ihn einlochbar. Er macht's aber nicht. Er gibt uns die Chance auf die Führung. Mal sehen, ob ich die ausnutzen kann. Gerade noch, ich dachte schon, der bleibt schon wieder vor dem Loch stehen. Aber gerade noch die Führungschance ausgenutzt. Und so sieht ihr Nice Shot aus. Ja, sie hat den Strahl hinten, der gerade geht. Luigi nach links, Sunny nach rechts und sie geradeaus. Harry hat ja auch, er wird auch denselben. Mario, wie man sich schon denken kann, hat dasselbe wie Baby Mario und den Feuerball. Okay, ich geh da mal. Puh, den habe ich komplett versaut. Aber der geht gerade noch aufs Fairway. Mal sehen, ob es Mario besser macht. Ja, der kommt gleich bis aufs Grün. Mal sehen, wie der so kommt. Ja, der kommt aufs Grün. Ist danach machbar, wenn Mario den nicht verwandelt, aber das sieht gut aus für Mario. Pech für Mario. Also, ob wir jetzt das Glück auf unserer Seite haben? Ja, sehr schön. Ich rette mal meinen 1-Punkte-Vorsprung. Mal sehen, ob ich ihn über den Half-Turn, über die Halbzeit retten kann. Der geht ins Rough. Ja, eindeutig ins Rough. Was mache ich da? Ich beachte den Wind nie. Ich ignoriere ihn immer und danach wundere ich mich damit, warum ich irgendwo liege, wo ich nicht liegen will. Mal sehen, ob ich von hier überhaupt aufkomme. Warte mal, vielleicht geht es sogar ohne. Nee, ich riskiere lieber nicht ohne. Schön wäre es gewesen mit einem Nice Shot raus, aber halt so in den Bunker. Nicht im Bunker, ich bin auf dem Grün. Also da war jetzt schon ein bisschen mehr Glück als Verstand dabei. Und mal sehen bei ihm. Das kommt sehr gut bei ihm. Jetzt muss ich schon fast den versenken. Nein! So wie dasselbe Problem wie der Mario vorhin. Ich treffe das Loch nicht. Und schenk so den Vorsprung her. Das gibt's nicht! Unnötige Punkte verschenke ich hier. Ja, Mario zeigt wieder, dass man auch darüber schießen kann. Und zeigt, dass er es nicht kann. Was ich sehr nett von ihm finde. Mal sehen, ob wir es schaffen. Nee, ich schaff's auch nicht. Ich liege noch schlimmer im Bunker, weil ich, Idiot, ja keinen Nice Shot zusammenbringen kann. Zu unfähig für alles. Er schießt sich ziemlich nah ran. Bitte schieß mich wieder irgendwo 50 Meter weit drüber. Hey, ich kann mich auch mal nah ans Loch reinschießen. Sogar näher als er. Ist ja mal ein Wunder.
Aber ja. Das Unentschieden lasse ich mir nicht mehr nehmen. So. Fünf noch. So. So, mal sehen, ob das jetzt besser wird mit ihr. Vielleicht, ja, ich hätte glaube ich noch eins zurückgehen müssen. Nein, der kommt doch aus Ström, sehr gut. Mal sehen, was Mario da macht. Ja, der kommt auch wieder supi aufs Grün. Nein, doch gar nicht so supi. 41 Fuß entfernt, das ist eine neue machbare Situation für ihn. Was soll denn das? Seit wann verhandelt er aus dieser Entfernung? Setzt mich ja unter Druck. Und unter Druck treffe ich normalerweise nicht. Aber ging doch rein. Sind nur noch vier. So, dieses Loch schaue ich mir noch an. Mal sehen, wie in diesem Loch eine Chance hätte. Ich habe jetzt nur noch zwei. Was soll denn das? Sehr gut, hier haben wir mal eine Shot behalten. Nicht dort verschwendet. So, er ist mal ziemlich gut am Grün. Ich werde es probieren, aufs Grün zu kommen. Was soll denn das? Komm rauf. Sehr gut, sehr gut. Also ich habe den Igel fix. Und damit habe ich wieder einen Punkt Führung, wenn ich das nicht versaue. Und wenn kein Leck kommt, der das versaut. Habe ich den Igel. Ja, sieht bei ihr ein bisschen komisch aus. Eine kurze Rolle mit Sternchen oben drauf. Ja. Zu viel geschossen, zu wenig korrigiert, also da ging wirklich alles daneben bei diesem Schuss. Sehen, ob Mario das besser kann, ne. Der schießt ihn gleich ins Deep Rough. Finde ich sehr nett von ihm. Dass er mir auch eine Chance auf ein paar gibt. Ich werde es versuchen zu nützen, meine Chance. Und wie ich sie nütze, Chip in zum Birdie. Aus dem Fairway. Zu zwei Punkte, zwei Medaillen führen. Das ist nicht so schlimm, das ist verkraftbar. Ja, das ist dann trotzdem machbar. Trotz 6 Meter Gegenwind. Kein Problem. Na, ein Semi-Rough. Okay. So, mal sehen, ob der jetzt hinkommt. Sehr schön, sehr gut. Mal ziemlich nah ran. Mario liegt in einer ziemlich ungünstigen Position. Mal sehen, ob er trotzdem irgendwie aufs Grün kommt. Sieht doch danach aus, ja. Zwar etwas weiter hinter sich, aber trotzdem in einer machbaren Situation.
Und puh, Glück hat er auch noch im Unglück. Und wie ich sehe, diese Party ist schon wieder 15 Minuten lang, das heißt, macht er noch das Birdie. Braucht hier noch zwei Medaillen und sagt damit, auf Wiedersehen.